Ein fröhliches Hallo aus dem Sendezentrum, liebe Zuseher. Ein spannender Wahlabend liegt vor uns. Selten gab es Spannenderes als das mit Spannung erwartete Ergebnis dieser Wahl. Ich begrüße auch unseren Außenreporter Sascha Lobo. Herr Lobo, wo sind Sie? Wir schauen uns mal die Wahlbeteiligung im Detail an. Und das ist die erste Überraschung. Nach einer Umfrage im Wahllokal von Borken-Petersfeld haben 100% aller, die dort gewählt haben, ihre Stimme dort abgegeben. Wir schalten jetzt zu unserem Außenreporter. Herr Lobo, wo sind Sie? Guten Abend ins Studio. Ich bin hier im Wahlkreis 69, Hoppenstedt 3. Das ist der kleinste Wahlkreis Deutschlands. Und der Wahlkreisleiter ist einigermaßen aufgeregt, denn eben hat der einzige Stimmberechtigte sein Votum abgegeben. In einer halben Stunde erwarten wir die ersten Hochrechnungen für diesen Bezirk. Ich gebe zurück ins Studio. Danke, Herr Lobo. Aber ich höre gerade von unserem... Doch, gerade kam die Bestätigung. Herr Lobo, haben Sie dazu Näheres? Gut, dass Sie fragen, Sixtus. Ich bin hier in Palmwedel bei Flockenburg West und die ersten Informationen hören sich in der Tat an wie ein politisches Erdbeben. Hier wurde heute gar nicht gewählt. Kein Wahllokal ist geöffnet. Herr Lobo, ist denn bereits klar, warum? Ja. Danke, Herr Lobo. Ich höre aus der Regie, wir haben die erste Hochrechnung. Das sind also 31%, 29% und Moment, ja, 16%, 12% und leider nur 4,9%. Da haben wohl nur 17 Stimmen gefehlt. Herr Lobo, Sie sind mitten im politischen Geschehen des Landes. Was heißt das für die Sitzverteilung? Vor Stunde möchte sich hier noch niemand zur Sitzverteilung äußern, Herr Sixtus. Aber so viel kann man schon sagen. Es wird Veränderungen geben, vor allem im Vergleich zur Sitzverteilung bei der letzten Wahl. Es bleibt spannend. Zurück ins Studio. Und in wenigen Augenblicken soll hier die zweite Hochrechnung ankommen. Wir haben die Grafik schon mal vorbereitet. Wir schalten wieder zu Sascha Lobo, der ein erstes Statement für uns eingefangen hat. Herr Lobo. Ja, soeben konnte ich mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden sprechen, der, und das wollte er wörtlich wiedergegeben wissen, davon ausgeht, dass das Ergebnis am Ende den Erwartungen entsprechen wird. Entweder unseren oder anderen. Herr Lobo, die Frage, die sich jetzt das politische Deutschland stellt, was heißt das für die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat? Herr Sixtus, zur Stunde lässt sich das nur unter Vorbehalt formulieren, aber es sieht wohl so aus, als würde die zweite Stufe der neuen Gesundheitsreform ohne eine vorverhandelte Mehrheit nicht in allen Parteikonstellationen außerhalb einer Ergänzung unmöglich zur Beratung innerhalb des Vermittlungsausschusses in etwa so wie es 1983 schon einmal ähnlich war mit am Tisch sitzen. Danke, Herr Lobo, und ich höre aus dem Wahlkreis 404 haben wir ein erstes amtliches Endergebnis. Das dürfte besonders spannend werden. Es handelt sich um den ersten deutschen Wahlbezirk überhaupt, in dem ausschließlich Wahlcomputer zum Einsatz gekommen sind. So stimmen also Computer ab. Wie soll das nur weitergehen? Eine interessante Entwicklung, Herr Lobo. We'll be right back.